Sylvester Stallone soll tot sein. Mal wieder. Bereits 2016 wurde von The Sun gemeldet, dass der Actionstar tot in seinem Haus gefunden wurde. Ein Poster zu seinem neuen Film Creed 2 sorgte jetzt für reichlich Verwirrung bei den Fans und Beileidsbekundungen auf Twitter und Co. Dabei erfreut sich Stallone bester Gesundheit. Aber auch andere Stars wurden fälschlicherweise schon für tot erklärt. Im März 2012 kam das Gerücht auf, Paul McCartney sei gestorben. Das wäre nicht das erste Mal. Angeblich sei er bereits 1966 gestorben und durch einen Betrüger ersetzt worden. Der Hashtag NowThatcherStead wurde nach Margaret Thatchers Tod getwittert. Schnell wurde daraus NowThatCherIsDead. Ehe man sich's versah, brodelte die Gerüchteküche um den angeblichen Tod der Sängerin Cher. Allen Dementi zum Trotz glaubten viele 2010 an den Tod von Rapper Eminem. Angeblich wurde in New York 4-mal auf ihn eingestochen. Dran an den Gerüchten war aber nichts. Schauspielerin Natalie Portman wurde ein abenteuerlicher Tod angedichtet. Angeblich sei sie 2009 in Neuseeland von einer Klippe gefallen.